Hier. Wir zocken weiter FIFA 21, FIFA Ultimate Team. Ich habe mein komplettes Team verkauft. Wir haben jetzt 41 Millionen FIFA-Coins. Wir haben auch noch krasse Spieler, die ich jetzt erstmal hier behalten habe. Eusebio und Zidane werden wir eh behalten, weil man die nicht mehr ziehen kann. Wir hatten gestern in 50 Minuten 1500 Euro ausgegeben in den Lightning Rounds. Es ist so unendlich dumm. Ich sag jetzt, mach's zu Hause nicht nach. Gut, 16.000 Euro gibt der meiste wahrscheinlich eh nicht aus, aber selbst 30 Euro, wie lange wir hier oft sitzen und nichts bekommen, es ist schon ekelhaft. Ihr werdet es irgendwann bereuen. Punkt, Ende aus. Irgendwann. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in einem Jahr, aber dann sitzt ihr in 4 Jahren, guckst zurück und sagst, mein Gott, war ich dumm, Geld für FIFA auszugeben. Man kann auch viel Spaß. Free-to-play haben, schaut euch lieber die Streamer, YouTuber an, die mit FIFA in den Openings ihr Geld verbrennen. Wir werden heute aber natürlich wieder reingehen. 16.000 Euro insgesamt ausgegeben. 100.000 FIFA-Points sind wieder aufgeladen. Lightning Rounds kommen in 20 Minuten. Gestern hatten wir ja, hatten wir überdurchschnittlich viel Glück, aber haben natürlich auch 1.500 Euro ausgegeben. Mbappé war wieder am Start. Mané, Van Dijk, Alexander Arnold und noch viele mehr, die wir dann verkauft hatten. Man muss wahnsinnig schnell sein. Ich will mal gucken, was wir überhaupt verkauft haben. Das ging jetzt ja alles weg. Die hatten wir gestern alle gezogen und die sind auch alle verkauft worden. Wer hat denn hier krass viel gebracht? Oh, der 228.000 hat der gebracht. 655.000. 39.000, dachte der wäre krasser. Waren hier sonst noch Brecher dabei? Ja, Benzema war ja, wie oft habe ich den gezogen? Ich hatte den einmal als blaue Karte und zweimal als den. 50.000, 49.000, ja. Nochmal 50.000, 50.000, 50.000, 36.000, 40.000. Da kommt was zusammen. Hatte ich den damals nicht verkauft für 240.000 und jetzt kostet er nur noch 40.000? Kann das sein? So, ich habe jetzt bald auch einen FIFA-Turnier, der Illegella Cup, da werde ich mitspielen. Ich habe jetzt aber kein Team, weil ich ja den Trade des Jahres machen möchte. Komplettes Team verkaufen, 4 Wochen warten, die Preise sinken extrem und dann viel günstiger wieder einkaufen und einen Gewinn machen von 3 bis 4 Millionen Coins. Und mit diesem Gewinn mir dann die Prime-Icons holen. Aber ich kann in der Zeit ja nicht spielen. Und genau da ist jetzt das Turnier. Also die Dinger holen wir uns hier erstmal. Also ein bisschen zum Einspielen. Hast du gestern Stuff gezogen? Da kann man ein bisschen was draus basteln. Ja, wollen wir uns sonst einfach ein Team erstellen aus den Sachen, die ich heute gezogen habe? Guck mal, wir können ja nur mal ein bisschen kleines Gedankenexperiment. Packen wir Eusebio rein und Zidane. So, da haben wir schon mal 2. Was bist du? Ach, das ist ein Verteidiger, wusste ich gar nicht. Untradable Icon. Hier, packen wir den rein. Dann haben wir noch einen RV. Nehmen wir Arnold. So, guck mal, das passt doch auch. Hier haben wir noch Van Dijk. Easy. IV, zack. Und dann nehmen wir noch Mbappé. So, Sturm. Zack. Und dann machen wir den irgendwie noch als ZOM. Bumm. Das ist doch schon fast ein Team. Turnier sind einige dabei, die haben viele Prime-Icons und Full-Icon-Team und so, aber ich denke, ich bin ja besser auch als der ein oder andere da am Start, dass ich auch mit dem Team ein bisschen was reißen kann. Wir werden heute auch noch ein paar Spieler ziehen. Vielleicht ist da ja nochmal was dabei, was wir brauchen. Man kann schon ein richtig gutes Team für 2 Millionen haben. Walkout! Da ist er! Bevor die Lightning Rounds beginnen. Wer ist das? Wer ist das? Woody? Oh ja! Bisschen. Gerade hinsetzen, wichtig jetzt, wichtig. Die ersten Lightning Rounds waren eine Katastrophe. 800 Euro in 4 Minuten, nichts bekommen. Und im zweiten Lightning Round am Ende sind die Server abgekackt. Aber immerhin ein bisschen mehr gezogen. Aber dafür gingen die Packs auch langsam weg. Oder langsam mehr. Ja, ich habe 1500 Euro, waren instant weg. Letzte Minute bricht an, Fokus, alle aufstehen. Ich möchte, dass ihr aufsteht. Nicht mehr im Bett liegen oder auf der Couch. Ihr stellt euch jetzt hin. Ihr stellt euch einfach mitten in euren Raum. Alle aufstehen zu Hause. Ich stehe. Sehr gut. Sehr gut. Das ist wichtig. Okay, 21 Uhr. Shop. Let's go. Homopacks. Zack. Wie viel haben wir? 40.000 nur? Kein Walkout. Lol, ich war einer der Erste, die Packs gezogen hat, ne? Kein Walkout. 25 Euro pro Pack. Kein Walkout. 75 Euro weg. Nichts bekommen. Bin sauer. Kein Walkout. 150 Euro. Walkout. 175 Euro für einen Walkout. Wer ist es? Es ist der 14. Es ist der 14. Sommer. Das ist keine Verarsche. Das ist nicht zusammengeschnitten oder irgendwas. Das ist gerade wirklich live passiert. 175 Euro für Sommer. 175 Euro für Sommer. 175 Euro für Sommer. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Den kenne ich! Let's go! Alright. Den kenne ich.
Walkout, komm bitte, einen krassen. Wir brauchen nur einen krassen. Komm, ich nehme den Sommer, aber dafür gibt mir auch was Nices. Brasilien. So was. Ederson, ne? Allison. Walkout, komm, einen dicken. Einen dicken brauchen wir. Torwart. Will ich gar nicht wissen. Ich weiß, kann ja gar nichts geil sein. Mitnehmen. Kein Walkout. Das Geld brennt einfach. Hier ist ein riesiger Feuer. Ein unfassbares Feuer ist vor mir. Und ich werfe die ganze Zeit 50er da rein. Dauerhaft. Durchgehend. 3 Walkouts, 3 Torhüter. Ja, stabil. Walkout, komm. Das ist blau, aber das ist nicht Champions League blau. Das ist das krasse Blau. Paris Saint-Germain. Ja. So, Hälfte der Packs ist weg. Das, ne? Walkout. Brasilien. Linker Flügel? Ah, den kennen wir. Den kenne ich. Den kenne ich. Den kenne ich. Ey, chill, ich habe jetzt zweimal Mbappé bezogen und zweimal Neymar. Aber gut, für 16.000 Euro. Schreibt mal in die Kommentare, ob das fair ist. 58.000 FIFA-Points sind schon weg. Brasilien. ZDM. Real Madrid, das ist... Casemiro? 89er? Ach, und Sommer. Yo, der 15. Guten Morgen. 15 Sommer. EA. Chillig. Also man kann EA vieles unterstellen, aber sie sind auf jeden Fall fair. Das ist mir auch wichtig, dass ich nur Games zocke von Publishern, die fair sind. Und... Oh, was ist das? Ich hab Miku. Das ist... Ich glaube, das ist gut. Ich habe einen Torwart gebraucht. Wie viel bringt der? Ja, ja. Das war meine dritte Ikone, oder? Baby Hullet, Baby Kaka und Van der Sar. Ich habe for real für das FIFA-Turnier noch einen Torwart gebraucht. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe bei Ikonen immer ultra Angst, dass Scheiß kommt. Aber Van der Sar ist... Jetzt ziehe ich jetzt alle... Aber das passt, das passt. Alle 5.000 bis 6.000 Euro kriegt man eine Ikone. Ich bin jetzt bei 16.000 Euro und habe meine dritte Ikone bekommen. Das zieht sich konstant durch die Bank. Jeder Streamer, jeder YouTuber, alle 5.000 bis 6.000 Euro kommt eine Ikone. Das ist der richtige Dembélé, ne? Wieso verkaufe ich die, Mann? Holy shit, hör auf! Walkout. Ich überlege gerade, ob meine... Wer ist das denn? Real Madrid? Schon wieder... Ah, der wäre gestern auch gezogen. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Von denen habe ich noch nie was in meinem Leben gehört. Der ist mir völlig... Und De Jong ist noch mit dabei. Du erkennst die Ikonen, wenn es am Anfang weiß flackert. Hatte ich schon gemerkt. Wenn ihr mal genau auf meine Reaction geachtet habt, habt ihr gemerkt, dass ich da schon geahnt habe, dass da was kommt. Ich habe Mondi verzogen. Halt's Maul. Ihr verarscht mich. Ey, ich zieh den ganz... Es war der falsche Mondi. Es war der falsche. Oh mein Gott. Mods bannen, bannen, bannen. Bannen, alles, alles weg. Wir brauchen jetzt locker. Wir brauchen locker 500 Bans. 5000 Packs noch. Ey, mach's zu Hause nicht nach. Jeder, der es nachmacht, ist in meinen Augen einfach als Privatperson Loser. Walkout. Blau. LM? Bei BVB? Den sehe ich zum ersten Mal. Ein portugiesischer linker Mittelfeldspieler bei Dortmund als Walkout? Gold? Ja. Sturm? Manchester City? Ich habe schon so krass viele Walkouts aus Argentinien bekommen. Sancho war mit dabei. Let's go. Und der Rest wird abgeschmissen. 3600 noch. Ey, die FIFA-Points sind gleich weg. Bullshit. Kein Walkout. Ich habe zu wenig aufgeladen. Das glaube ich nicht. Ich habe 109.000 FIFA-Points. Zerstört. Walkout. Keine FIFA-Points mehr. Blau. Portugal. LM. Dortmund. Ich hab schon wieder seinen Namen vergessen. Guerrero, ja. So, ganz schnell ausblenden. So, schnell, 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 schnell. 1000 Packs noch, FIFA Points, zack, ganz nach rechts. Der 12.000er Batzen. Bestätigen, yo, bin ich. Verarbeitung läuft. Bild schon wieder an, vielen Dank. So, schneller, 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 schneller. Zack, 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 1700 noch und let's go. Oh, noch geschafft, ein Pack noch geschafft. Moderatoren, Command neu machen. Wir sind bei 16.100 Euro. Kein Walkout, kein Walkout. Das hat sich mal gelohnt. Das hat sich mal gelohnt. Kriegen wir noch ein Pack, noch ein schnelles. 800 Packs noch. Ja. Eins noch bekommen. Junge, wie schnell ist er beim Paint? Krass, oder? Kein Walkout. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wichtig. 400 noch, 400 noch. Nein!
Nein! Ey, welche Idioten holen sich denn die ganzen Packs? Sind die dumm oder was? Das waren 40.000 Packs. 40.000 Packs und eins kostet 25 Flocken. Das sind 1 Million. Und das war nur PlayStation. Das Ganze gibt's auch mal auf Xbox und auf PC. 3 Millionen, circa. Weiß nicht. 3 Millionen. Und das waren nur die Lightning Rounds um 21 Uhr. Da gibt's ja noch die um 20 Uhr und von 19 Uhr. Wer gibt denn das Geld dafür aus? Du, ja, ja klar, ich. Aber ich meine, als Privatperson, ich kann das absetzen. Das sind Betriebsausgaben. Steuerlich geltend. Absolut. Ich habe dadurch Videos, ich habe das Team, mit dem Team mache ich noch weitere Videos. So ist das. Aber als Privatperson. Andere Streamer und YouTuber. Ey, jetzt mal ohne Witz. Wie viel glaubt ihr, machen das YouTuber? Und wie oft machen das Privatpersonen? Ich sag, also auf gar keinen Fall wurden diese 40.000 Packs von Streamern und YouTubern auf der ganzen Welt gekauft. Das ist nur ein kleiner Anteil. Ich sag, was weiß ich, 4% YouTuber. Wir bräuchten Chef Strobel. Ist der noch da? Chef Strobel, hallo. Wir werden gleich so viel verkaufen. All die verkaufen, bringt auch ordentlich was. So, Allison können wir so oder so verkaufen, ne? Fandasar ist geiler. Der kommt auch so oder so safe weg. Hazard auch. Das wird krass Geld geben, alle zusammen. Was glaubt ihr, wenn ich alles hier verkaufe? Das Blöde ist, ich möchte mir ja unbedingt Prime Icon Ronaldo holen, ne? Aber Prime Icon Ronaldo kann man nicht kaufen. Ja, das gibt abartig Geld. Das sind viele kleine Dudes, die alle so 15.000 oder so bringen. Macht man das so vor Turnieren, sich ein komplettes Team zu erziehen? Also jeder, der mir jetzt hier irgendwie sagt, ich muss jetzt irgendeinen Spieler umwandeln oder ich muss auf die Chemie achten oder ich muss die Aufstellung umstellen, ist ja völlig lost. Das machen wir heute nicht, das ist mir klar. Es ist nur zwar die Frage, spiele ich Chef Strobels Team, das hat einen Wert von, was weiß ich, 900.000 FIFA-Coins oder spiele ich dieses Team und bastle noch ein bisschen dran rum? Und die Antwort ist, ich spiele dieses Team und werde hier vorher noch ein bisschen rumbasteln. Hör mir mal zu, ja? Ja. Die Prime-Icons, die werden ja vom Wert nicht mehr so krass fallen, ja? Ja. Etwas, aber ja, nicht mehr so ja, heftig. Das hab ich dir ja gesagt, dass das super gering ist. Mickey hat sich Pelé, Prime-Icon Pelé, ja, für 15 Millionen geholt. Der war vorvorgestern irgendwie noch 13 Millionen, dann 12 Millionen, 11 Millionen, jetzt 10 Millionen. Er ist gerade im freien Fall und man soll nicht ins fallende Messer greifen. Aber vielleicht steigt er danach wieder. Ich meine, ein 98er Pelé, den will ich ja so oder so spielen. Und in 2 Wochen kostet er nur noch 6 Millionen. Da wird Max schwach. Da werde ich schwach. Ich liebe Pelé und diese 98 über seinen Namen. Aber ich hab gehört, dass der 98er gar nicht so geil sein soll. Also deswegen ist er auch ein bisschen billiger geworden, aber... Der ist auch gar nicht so geil. Ja, der hat ein 95er Tempo, der hat nur einen 96er Schuss und nur einen 96er Dribbling und nur einen 93er Pass. Also das ist halt kann kein Fußball spielen. Es gibt ja noch einen 96er Pelé, ne? Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so krass. Weißt du, was ich meine? Man sagt ja auch manchmal, dass die Baby-Icon zum Beispiel besser ist als die Mid-Icon. Und das habe ich, oder 95 der andere PD. Und zum Beispiel der 95er kostet ja 5,7. Ja. Und der Unterschied zu dem war halt so gering und deswegen ist der Preis auch so schnell gesunken. Aber kein Junge, du hast genug Cash, kauf ihn dir. Ja, was heißt, ich habe genug Cash? Ja, Junge, ich hab 42 Millionen. Ja, Junge, halt's Maul. Du kannst ja jede Karte in diesem Spiel kaufen. Ja, Ronaldo kann ich mir nicht holen. Ja, weil es einfach nicht gibt. Den gibt's nicht. Aber warte mal, Mickey hat sich Pelé für, was hat er, 14,5 Millionen bezahlt? Der hat genau das Gegenteil wie ich. Ich mache den Trade des Jahres und mache 4 Millionen plus und er macht mit einem Trade 4 Millionen minus. Aber wenn er jetzt nächste Woche nur noch 8 Millionen kostet, ärgere ich mich. Aber wenn er dann wieder 11 Millionen kostet, ärgere ich mich auch. Aber es wäre alleine der Flex. Mickey kauft ihn sich für 14, fast 15 und ich hole ihn mir dann chillig für 10. Also, selbst wenn er dann noch 2 Millionen sinkt, der wird so oder so später steigen. Also bisher hat er jeden fucking Tag ist er 1 Million günstiger geworden. Also die Frage ist, wie sehr fällt das noch und wann steigt es wieder? Warte bis Montag. Das ist ja wie mit Aktien. Das ist genau wie mit Aktien. Würde noch bis Montag warten. Okay, sagen die Mods auch. Er läuft uns nicht weg. Gerade sind hier 5 auf dem Markt und er fällt jeden Tag an Wert. Aber jetzt schon einer Startpreis und Sofortkaufpreis 11 Millionen. Der wird ja so oder so nicht genommen. Aber Montag ist auch das Turnier, oder? Erst shoppen und dann uneingespielt direkt mit dem neuen Team ins Turnier. Ach, irgendwas heißt denn uneingespielt? Für die Karten muss... Für die Karten könntet ihr jetzt die Hand abhacken, falsch rum annähen, du könntest immer noch gewinnen, Junge. Ja, ich nicht, du. Doch, ich hab Dings gespielt. Leihkarte Maradona 97, Max. Und? Ich drück einmal R2, der Ball ist... Ich bin mit dem schon gefühlt an der Grundlinie, weil er so schnell ist. So, okay, Opening ist vorbei. Wir sind bei 16.100 Euro. Es ist abartig, wie schnell die 25er da weg sind und dann auch, wenn keine Walkouts kommen. Es ist krass. Natürlich war wieder was Gutes dabei. Schöne Ikone im Tor. Van der Sar ist gehört zu den besten Torhütern im Game, ne? Montag machen wir das große Shopping. Prime Icon Pelé, Prime Icon Vieira, Prime Icon Maldini und viele mehr. Wollen wir uns da langsam ins Team holen. Bis dahin sollen die Preise gut fallen. Dann haben wir einfach den gleichen Spieler wie Mickey, aber haben ihn einfach günstiger bekommen als er. Das reicht mir schon. Genau, das Turnier. Ich bin gespannt. Wer ist alles dabei? Ich habe gerade eine kurze Liste gesehen. Das war ganz geil. Kurze Liste, wer alles... Mickey, Amar, Sascha, Solution, Medi und du sind dabei. Und noch einige
Einige mehr. Okay, das wird ganz nice. Nicht zu Hause nachmachen. Bitte tut mir den Gefallen. Bitte, bitte. Okay? Ihr müsst den Kanal nicht abonnieren. Ihr müsst das Video nicht liken. Ihr müsst nicht Prime bei mir dalassen oder sonst irgendwas. Steckt kein Geld in FIFA. Okay? Gut. Dann bin ich für heute raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.